Guten Abend an alle Webinar-Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie auch im Namen von FX Flat recht herzlich zum heutigen Webinar. Was sind Außenstäbe und wie kann ich die zu meinem Vorteil nutzen? Willkommen. Durch das Webinar führen wird der Timo Kosiol, an den ich übergeben werde, sobald ich noch einige Hinweise losgeworden bin bezüglich der Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat entsprechen. Ja, Timo ist bereit, wie er mir signalisiert hat. Insofern übergebe ich jetzt das Zepter an den Timo. Viel Spaß und ja. Von Chart oder die Definition von Außenstäben kommt jetzt nicht aus der Charttechnik oder der technischen Analyse, sondern kommt eher ja aus der Markttechnik. So, als zweiten Punkt: Außenstäbe bzw. Innenstäbe stellen jetzt keine wirkliche Umkehrformation dar und keine Umkehrformation, so wie man sie jetzt aus den klassischen Lehrbüchern kennt. Also zum Beispiel gibt es ja da irgendwie Hammer und Hanging Man und was es dort alles gibt, was als Umkehrstäbe oder Umkehrkerzen definiert werden. Das ist bei Außenstäben nicht so. Sie stellen also keine Umkehrformation dar. So, Innenstäbe können gleichzeitig Außenstäbe sein oder auch umgekehrt. Das heißt, Außenstäbe wiederum können auch Innenstäbe sein. Was das genau bedeutet und wie man das feststellt, das werde ich gleich im Näheren auch noch so ein bisschen erläutern. Dann vierter Punkt: Bei Außenstäben sind nicht die Kerzen oder die Bars als Einzelnes zu betrachten, sondern um Außenstäbe zu erkennen und zu kennzeichnen, muss man Außenstäbe im Kontext betrachten, das heißt in Beziehung zu anderen Kerzen oder Bars. Und als letzter Punkt: Außenstäbe sind nur bei OHLC-Charts zu finden. Was sind OHLC-Charts? Also OHLC steht für Open High Low Close. Das heißt, die klassischen Kerzencharts oder Barcharts, die haben einen Eröffnungskurs, ein Hoch, ein Tief und einen Schlusskurs. Und Außenstäbe sind nur auf diesen Charts zu finden, also nicht bei Liniencharts oder bei Balkencharts. Dort wird man keine Außenstäbe finden können. So, wir können ruhig immer in den Chat schreiben. Ich werde zwischendurch immer mal so ein bisschen reinschauen. Gehen wir als erstes mal auf den Punkt 4 ein. Also Außenstäbe sind nicht einzeln, sondern in Beziehung zueinander zu betrachten. Was heißt das jetzt genau? Also, wenn wir jetzt uns diese Kerze nehmen, anhand dieser Kerze kann man jetzt nicht beurteilen, okay, ist das jetzt ein Außenstab oder ist das jetzt ein Innenstab oder nicht? Das heißt, wir brauchen ja die vorhergehenden Kerzen und auch die nachfolgenden Kerzen, um zu schauen, ob diese Kerze jetzt ein Außenstab ist oder nicht. So, schauen wir uns mal den Chart jetzt an. Wir haben hier unsere, wo ist mein Zeichenstift? Dort. Das ist jetzt diese Kerze vom Timo, vorherigen Bild. Ja? den Chart sieht man nicht. Ich sehe praktisch immer noch dich, aber ich denke, du möchtest gerne den Chart zeigen. Das ist richtig. Das Also ist ja schade. Jetzt habe ich die den ganzen sehen wir letzten leider fünf nicht. Minuten quasi erzählt und man hat den Chart gar nicht gesehen. Das ist ja doof. Also gehen wir nochmal zurück. So, jetzt müsste man den Chart auf jeden Fall sehen. Okay, jetzt sehe ich es auch im Chat. Okay, dann springen wir nochmal einen Punkt zurück. Und zwar, ne, erste Definition: Außenstäbe stellen keine Chartformation im klassischen Sinne dar. Heißt, kommen jetzt nicht aus der technischen Analyse oder der Chartanalyse. Punkt 2: Außenstäbe stellen keine oder beziehungsweise Innenstäbe stellen keine Umkehrformation dar. Dritter Punkt: Innenstäbe können gleichzeitig Außenstäbe sein und umgekehrt.
Punkt 4, Außenstäbe sind nicht einzeln zu betrachten, sondern in Beziehung zueinander zu sehen. Und Punkt 5, Außenstäbe sind nur bei OHLC-Charts zu finden, also Kerzencharts oder Barcharts, aber nicht bei Linien- oder Balkencharts. So, wenn wir uns jetzt diese Kerze betrachten, diese hier, dann können wir jetzt nicht beurteilen, okay, ist das jetzt ein Außenstab oder ist das ein Innenstab? Wir brauchen noch die vorhergehenden Kerzen und auch die nachfolgenden Kerzen, um zu beurteilen, um zu erkennen, okay, ist diese Kerze jetzt ein Außenstab oder ein Innenstab? So, wenn wir uns diesen Chart anschauen, das ist jetzt die hier markierte Kerze, ist die Kerze vom vorherigen Chart, diese hier. Und jetzt sehen wir auch das komplette Bild, das ganze Bild. Und jetzt erst können wir sagen, okay, ist diese Kerze ein Außenstab oder ist das nur ein Innenstab? Wodurch kennzeichnet sich jetzt aber genau der Außenstab? Also was sind die Merkmale, was sind die Definitionen eines Außenstabes? So, schauen wir uns mal dieses Bild an. Wir haben hier diese Kerze. Wir haben hier den Hochpunkt dieser Kerze und hier diesen Tiefpunkt der Kerze. Und die nachfolgenden Kerzen, die jetzt folgen, also diese Kerze, die hier, ne, alle die Kerzen, die ich jetzt quasi mit dem X markiere, haben keinen Schlusskurs, der entweder oberhalb dieses Hochs liegt oder unterhalb dieses Tiefs. Und das ist im Prinzip die Definition eines Außenstabes. Diese Kerzen schließen immer innerhalb dieses Stabes. Somit ist dieser Stab ein Außenstab und die anderen Kerzen nur Innenstäbe. Dabei ist es egal, ob der Kurs jetzt einmal hier rausläuft und ein Hoch über dieser Kerze macht. Wichtig ist der Schlusskurs der Kerze. Und der Schlusskurs, dieser hier, liegt wieder in diesem Hochbereich, also innerhalb dieser Kerze sozusagen. So, erst die nachfolgende Kerze, die hier, schließt außerhalb des Hochpunktes und somit markiert es einen neuen Außenstab. Das heißt, hier beginnt das Spiel dann wieder von vorne. Da haben wir einen Außenstab, weil hier mit diesem Schlusskurs dieses Hoch gebrochen wurde. So, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie man Außenstäbe definiert, wie man Außenstäbe erkennt. So, ich schaue mal in die Fragen, weil das ist ganz wichtig, dass man dieses Prinzip jetzt erstmal verstanden hat. Also wie die Außenstäbe definiert werden und dass das nicht ein Hoch der Kerze, also das hier, dass das nicht entscheidend ist, sondern entscheidend ist immer der Schlusskurs einer Kerze. Und wenn der quasi aus dieser Range hier ausbricht, entweder mit dem Hoch oder mit dem Tief, dann ist ein Außenstab gebrochen und es ist ein neuer Außenstab quasi gebildet worden. Und alles, was dazwischen passiert, alle Kerzen dazwischen sozusagen, sind nur Innenstäbe. So. Okay, ich lese ja gerade so ein bisschen die Fragen durch oder die Kommentare. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt folgendes Bild und dieser Chartausschnitt zeigt jetzt mehrere Kerzen und eine Kerzenformation. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, okay, welche Kerzen, welche Bars hiervon sind Außenstäbe? Ich habe die hier unten mit Nummern markiert und schreibt doch mal kurz in den Chat nach der Definition, die ich eben gegeben habe,
welche von diesen Kerzen jetzt eurer Meinung nach Außenstäbe sind und schreibt einfach mal die Nummer in den Chat rein. Okay. Ja, hier kommen viele unterschiedliche Antworten. 1, 3, 8, 14, 15. Ja. Genau, viele unterschiedliche Antworten. 1, 9, 13. Ja, hört schon mal ganz gut an. 1 bis 17. Genau. Ja, man sieht schon, dass wenn man so einen Chart vor sich hat, dass es gar nicht so einfach ist, auf den ersten Blick zu erkennen, was ist jetzt genau ein Außenstab, was ist jetzt ein Innenstab. Die verstecken sich manchmal auch so ein bisschen in diesem ganzen Kerzendickicht. Und gehen wir mal weiter. Ich habe das hier mal symbolisiert. Also, wir haben die 1, ist ein Außenstab. Entsprechend, die Kerze wiederum schließt innerhalb der Hochtiefspanne, somit Innenstab. 3 schließt außerhalb, somit haben wir dort einen neuen Außenstab. Und alles, was jetzt hier nachfolgt, sind Innenstäbe, alles Innenstäbe. Bis zur 13, die quasi aus der Range hier ausbricht. Das heißt, hier ist die Range, hier ist der Schlusskurs. Entsprechend haben wir bei der 13 einen neuen Außenstab. Und in diesem ganzen Dickicht sozusagen ist nur 1, 3 und 13 ein Außenstab gewesen. So, okay. Gehen wir mal weiter. So, warte, hier kommt gerade noch eine Frage. Ist es nicht ratsam, beim Ausbruch einer Kerze die nächsten 3 Kerzen abzuwarten? Nö, warum? Okay. Die 14 ist über der 13. Ja, okay. Ah, okay, ich sehe, ja, die 13, also die 14, die hier, ist nicht über der 13, weil wir haben hier ein kleines Gap. Das heißt, wir haben hier den Eröffnungskurs der Kerze entsprechend. Ja, und hier den Schlusskurs. Eröffnet zwar mit einem Gap, aber damit die 14 ein Außenstab wäre, müsste der Schlusskurs hier drüber liegen. Also, ne, da drüber müsste die 14 liegen, damit es ein neuer Außenstab wäre. Deshalb ist die 14 nicht oder kein Außenstab, sondern auch nur ein Innenstab. Kerze 9 schließt innerhalb der 8. Ja. Das ist ja auch richtig so. Deshalb ist es ja auch quasi auch nur ein Innenstab. Also hier ist die 9, hier ist die 8. Wir schließen aber wieder quasi innerhalb dieser Kerze. Kerze 9 schließt über der 8. Nee, also die Kerze 9, die hier, die schließt ja hier. Ne? Und wir haben ja hier den Außenstab, also hier die Begrenzung. Und selbst wenn das hier, wenn die 8 quasi ein Außenstab wäre, wäre die 9 immer noch ein Innenstab, weil wir, damit es ein Außenstab wäre, müssten wir hier schließen. Also hier, ne, über diese Kerze. So, gehen wir mal weiter.
Und zwar, es gibt noch Verschachtelungen innerhalb der Außenstäbe und Innenstäbe. Und zwar, Innenstäbe können auch Außenstäbe sein, zum Beispiel auf derselben Zeiteinheit. Und zwar, wir haben hier unseren Außenstab, den wir hier markiert haben. Hier ist das Hoch der Kerze, hier ist das Tief der Kerze. Und alles, was jetzt danach folgt, sind Innenstäbe. So, schauen wir uns jetzt diese Kerze an. Dann ist das im Kontext gesehen, also wenn ich jetzt diese Kerze betrachte, diesen Außenstab, ist das ein Innenstab. Betrachte ich aber diese Kerze einzeln, dann wiederum markiert es ein Außenstab, und zwar so, und alles, was danach folgt, sind Innenstäbe. Okay? Wir haben hier wieder die ganzen Kerzen, die innerhalb des vorherigen Bars sozusagen schließen, also innerhalb dieser Kerze. Somit für diese Kerzen hier ist dieser Stab ein Außenstab. Ich mache das mal blau. Ich glaube, mit Blau kann man das besser sehen. Mach es mal weg. So, und zwar diese ganzen Kerzen hier, ne, für die ist quasi das hier der Außenstab. Aber für diese Kerze wiederum ist das hier der Außenstab. Und Außen- und Innenstäbe haben natürlich bestimmte Attribute, auf die ich gleich noch eingehen werde. Aber für diese nachfolgenden Innenstäbe, also für diese hier, gilt natürlich das, was für alle Innen- und Außenstäbe gilt. Ne, sie sind jetzt bezogen auf diese Kerze Innenstäbe mit denselben Eigenschaften und Attributen, die ich, wie gesagt, gleich noch ein bisschen näher erklären werde und auch natürlich, wie man diese für den Handel nutzen kann oder was man bei diesen Stäben ja beachten sollte. So, schauen wir uns diese Kerze nochmal an. Diese Kerze ist wiederum hierauf bezogen ein Innenstab. Aber wenn wir diese Kerze jetzt separat betrachten, ist diese Kerze ein Außenstab und diese ganzen Kerzen, die danach folgen, sind Innenstäbe. Erst diese Kerze markiert dann quasi wieder einen neuen Außenstab und alles, was da drin passiert ist, ist halt Rauschen gewesen und Innenstäbe mit samt oder samt aller Attribute. So. Gehen wir mal weiter. Und zwar, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es auch noch eine Verschachtelung auf verschiedene Zeitebenen. Und es ist ja sowieso so, dass man beim Handel oder beim Trading am besten immer mehrdimensional denken sollte und mehrere Zeiteinheiten betrachten sollte. Und genauso ist es auch bei den Außenstäben. Also wir haben jetzt hier, das ist der gleiche Außenstab wie zuvor auch, diesen Außenstab, das ist der H1-Chart, der hier das Hoch und das Tief markiert und alles, was jetzt hier nachfolgt, sind halt Innenstäbe. So, auf dem H1 betrachtet. Gehe ich jetzt aber eine Zeiteinheit höher und wechsle zum Beispiel auf den Tageschart, auf den D1-Chart, ist das hier mein Außenstab von der Stunde betrachtet, aber wiederum, wenn ich den Tag betrachte, ist das, was in der Stunde passiert, nur ein Innenstab. Und diese Kerze markiert meinen Außenstab. Und hier kann man auch ganz schön sehen, wie lange so ein Außenstab auch halten kann. Also hier wird einmal quasi durchstochen. Wie gesagt, wir sind auf dem Tageschart, dann läuft die Kerze wieder zurück und entsprechend schließt in dieser Hoch-Tiefspanne des Außenstabes. Und alles, was danach kommt, ne, sind alles nur Innenstäbe. So, hier nochmal eingezeichnet. Das ist quasi mein Außenstab und dieses rote Rechteck, dieser rote Kasten ist der Außenstab auf dem H1, was
im Tageschart aber wiederum nur ein Innenstab ist. So, kommen wir zu den Merkmalen von Innenstäben. Was sind jetzt die Merkmale von Innenstäbe und warum sollte ich die kennen, um sie für mein Trading letztendlich nutzen und umsetzen zu können? So, als erstes habe ich eben erklärt, Innenstäbe bewegen sich innerhalb der Hoch- und Tiefspannen des Außenstabes. So, Innenstäbe durchbrechen die Hoch- und Tiefspanne des Außenstabes, schließen aber wieder innerhalb der Hoch- und Tiefspanne des Außenstabes. So. Bei Innenstäben gibt es wiederholende Richtungswechsel, das heißt steigende und fallende Kerzen und auch Dojis sind quasi an der Tagesordnung, sind nicht selten. Und mit fortschreitender Anzahl von Innenstäben nimmt oft die Volatilität ab. Das heißt, die Kursspannen werden kleiner. Also je länger ein Außenstab hält, je mehr Innenstäbe letztendlich ausgebildet werden, desto geringer wird die Volatilität. So, und das sind so Sachen, die sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn man über längere Zeit Innenstäbe sieht, ist es die Frage, macht es Sinn, einen Trade einzugehen? Oder sollte man vielleicht eher warten, bis letztendlich wieder ein neuer Außenstab ausgebildet worden ist, bis wieder Volatilität in den Markt gekommen ist? Und auch die wiederholenden Richtungswechsel ist ein typisches Zeichen von den Innenstäben. Und wenn man solche Formationen oder sowas sieht, muss man halt damit rechnen, dass der Kurs hoch runterläuft, aber jetzt nicht unbedingt einen klaren, schönen Trend ausbildet oder abbildet. Okay? So. Als letzten Punkt, der Vorteil von Innenstäben ist, dass sie sich teilweise voraussagen lassen oder teils im Vorfeld erahnen lassen. Okay? Genau, also Innenstäbe, hier kommt gerade die Anmerkung oder der Kommentar, dass Innenstäbe eine Seitwärtsbewegung anzeigen, definieren. Jein, ja. Also natürlich je nach Größe des Außenstabes können innerhalb von einem Außenstab können Innenstäbe auch einen Trend markieren. Aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen und uns hier den H1-Chart mal anzeigen lassen, den ich eben gezeigt habe, der hier, dann ist das schon, dann sieht man natürlich schon, dass das einfach nur ein Seitwärtsgeschrabbel hier ist, was jetzt hier langläuft und dass das halt eine Seitwärtsphase ist. Und entsprechend, wenn wir uns halt in der Mitte befinden, hier irgendwo in so einem Außenstab und wir sehen halt, okay, es werden nur Innenstäbe produziert, dann ist es halt auch die Frage, macht es Sinn, jetzt hier einzusteigen oder nicht? Oder sollte ich eher warten, bis wir irgendwie an der Oberseite oder an der Unterseite des Außenstabes sind? So, genau. So, Außenstäbe lassen sich teils im Vorfeld erahnen. Was meine ich jetzt damit? Also, schauen wir uns mal diesen Chart-Ausschnitt an. Wir haben hier als erstes unseren Außenstab. So, dann mit der nächsten Kerze, der Kurs steigt weiter, bildet einen neuen Außenstab ab. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Außenstab 1, also hier zwischen dem, und zwischen dem. Was auffällt, ist, dass dieser Außenstab, der hier, nahe dem Hoch schließt. Also wir haben hier den Schlusskurs und wir haben hier das Hoch der Kerze. Und Schlusskurs und Hoch liegen dicht beieinander. Währenddessen wir hier bei der zweiten Kerze hier das Hoch haben und der Schlusskurs ist ja schon weit unterhalb des Hochs. So, und wenn man sowas sieht, dann lässt sich erahnen, dass die nächsten Kerzen wahrscheinlich, also wir, ne,
wir als Trader können ja nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, dann ist es wahrscheinlich, dass die nachfolgende Kerze oder die nachfolgende Kerze einen Innenstab darstellt und Innenstab darstellt. Und wie man hier sehen kann, ist es ja auch so: Innenstab, 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 Innenstab. So, dann kommt wieder eine Kerze, die hier, die schließt quasi direkt am Hoch. Und was folgt als nächstes? Als nächstes folgt direkt ein neuer Außenstab. So. Bei dem wiederum haben wir wieder hier den Schlusskurs. Hier das Hoch ist wieder ja, relativ weit oder relativ unterhalb des Hochkurses schließt die Kerze. Und was folgt, sind erstmal wieder nur Innenstäbe. Innenstab, Innenstab, Doji, Doji, Innenstab und so weiter. Und das meine ich, wenn ich sage, okay, sie lassen sich erahnen. Das heißt, schließt eine Kerze weit unterhalb des Hochs oder entsprechend umgekehrt, wenn wir eine Short oder einen bärischen Außenstab haben, schließt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ne, diese Kerze ist jetzt hier ein Außenstab und wir laufen halt weit zurück vom Tief und schließen weit oberhalb des Tiefs, dann ist es wahrscheinlich, dass im Nachfolgenden erstmal Innenstäbe produziert werden. Und Innenstäbe heißt in dem Moment erstmal Geschrabbel. Ne? Seitwärtsphase, hoch, runter, Richtungswechsel, diese ganzen Attribute, die so Innenstäbe mit sich bringen. So, währenddessen, ne, hier schöner Außenstab, Nähe des Hofs geschlossen, direkt neuer Außenstab. So, nochmal Paradebeispiel, Außenstab schließt quasi direkt am Hoch, hier, zack, direkt die nächste Kerze, erstmal neuer Außenstab. Okay. Super. So, jetzt ist die Frage, wie kann man Außenstäbe im Chart anzeigen lassen? So. Und entsprechend, da würde ich jetzt mal rübergehen direkt in den Chart und würde euch das zeigen, wie man, ja, wie man im MetaTrader die Außenstäbe im Chart anzeigen lassen kann, um entsprechend danach auch irgendwie zu handeln oder entsprechend um, ja, um sie zu visualisieren und für die Trade-Planung mit einzubeziehen. So, mal noch eine Frage, wenn in einer Seitwärtsbewegung Dojis enthalten sind, zeugt das von Innenentschlossenheit? Naja, also man hat einen Eröffnungskurs, dann läuft der Kurs irgendwie runter und dann entsprechend läuft der Kurs wieder hoch und schließt quasi in der Nähe des Eröffnungskurses. Das heißt, ja, es gibt weder mehr Verkäufer noch mehr Käufer. Das heißt, es ist schon, ja, man kann schon sagen, es ist eine Unentschlossenheit, beziehungsweise es ist ausgeglichen. Ne? Käufer, Verkäufer sind ausgeglichen. Es ist so eine, sozusagen ja, eine Pattsituation. Ne? Also, wenn man so Dojis sieht, weiß man auf jeden Fall, oder ja, man weiß auf jeden Fall, dass es keine klare Richtung gibt und dass sich keine Seite durchsetzen konnte in dem Moment. So. Ja, von und zu, Dirk Hilger hat verpennt. Ja, ich weiß, sie macht Morier. Ich weiß es. So, wo war ich? Außenstäbe im Chart anzeigen lassen, genau. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal rüber in den Chart und dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze im Chart sich anzeigen lassen kann. So. Krasser Move auf jeden Fall hier unten. 220 Punkte hoch, kann man mal machen.
So, also was brauchen wir, um Außenstäbe im Chart anzeigen zu lassen? Klar, wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Stereo-Trader und wir brauchen die T-Toolbox. Wie komme ich jetzt an die T-Toolbox? Und zwar, ich öffne den Installationsmanager des Stereo-Traders. Dann weiter Lizenzvereinbarung natürlich akzeptieren. So, und als letzten Punkt gibt es hier unten die MT Tools Collection. Und die Toolbox ist in der MT Tools Collection enthalten. Und wenn man das jetzt, wenn man jetzt hier auch weiterklickt und das installiert, dann bekommt man die Toolbox quasi auf seinen Rechner. Ich breche das jetzt hier mal ab, weil ich habe die bei mir schon installiert. Und wenn ich die installiert habe, gibt es hier im Navigator einen Ordner Timo Kosiol und da findet man hier den Eintrag T-Toolbox, die man sich dann auf den Chart ziehen kann. So. Wenn man das Ganze dann auf den Chart gezogen hat, hat man hier unten dieses Panel und dort gibt es jetzt einen Knopf, der heißt OB1. So, und wenn ich da drauf klicke, machen wir das mal ein bisschen größer, dann wird mir jetzt hier, ich hoffe, man kann das erkennen, wird mir jetzt hier so eine grüne Box gezeichnet, hier so in diesem Bereich. Das ist jetzt mein aktueller Außenstab. So, wenn ich jetzt hier auf Display 2 gehe, gibt es hier noch den Knopf OB Hist und dann wird mir oder werden mir die Außenstäbe in der Historie noch angezeigt. So. Hier hatten wir einen schönen Außenstab. Hier gab es so einen kleinen. Hier noch einen. Und die Farbe symbolisiert dabei, ob es sich um einen bullischen oder bärischen Außenstab handelt. Das heißt, rot steht für bärisch, grün steht für bullisch. So. Ich bin jetzt hier im H1-Chart. Ich kann aber auch auf den M15 wechseln. Und ich kann mir jetzt im M15-Chart aber auch den Außenstab oder die Außenstäbe besser gesagt vom H1 anzeigen lassen. Also ich habe hier unten die Anzeige H1, kann ich jetzt ändern oder ich lasse es jetzt auf H1 und somit sehe ich hier, diese Boxen, die ja quasi angezeigt werden, sind jetzt die Außenstäbe vom H1-Chart. Wenn ich mir jetzt vom M15 die Sachen anzeigen lasse, mache ich hier M15 und entsprechend werden mir jetzt die Außenstäbe als Boxen vom M15-Chart angezeigt. Ich kann jetzt auch in den M5 gehen und kann ja wiederum wählen, möchte ich jetzt die Außenstäbe vom M15 mir anzeigen lassen oder meinetwegen auch vom H1. Oder zum Beispiel vom M5. So. So, hier kommt gerade die Frage rein, was kostet der Stereo Trader? Also, wenn du ein Konto bei FX Flat machst, dann kostet dich der Stereo Trader gar nichts. Dann bekommst du nämlich zu deinem Live-Konto, zu deinem Konto den Stereo Trader kostenfrei dazu. So, man sieht keine Boxen, sehe ich gerade in den Chats. Sieht man die grünen und roten Boxen, sieht man die nicht? Doch, Timo, ich kann die sehen. Okay, alles klar. Gut. Okay, doch, sind da. Gut. So, also somit kann ich quasi mir die Außenstäbe als Boxen in den Chart einzeichnen lassen. So, machen wir das mal wieder auf H1. Und hier unter den Einstellungen kann ich mir noch die Open- und Close-Kurse, also Eröffnungskurse und Schlusskurse anzeigen lassen, die Außenstäbe. Entsprechend das auch noch als visuelles Hilfsmittel nutzen. Und
Ich kann sogar eine Toleranz festlegen, indem ich jetzt sage, Toleranz 5 Punkte. Dann werden mir die Außenstäbe mit einer Toleranz von 5 Punkten berechnet. So, stellen wir das mal wieder zurück auf 0 Punkte. Das heißt, ich möchte eine scharfe Betrachtung des Marktes vornehmen. Manchmal macht es ja auch Sinn, dass man eine fachliche Unschärfe dort reinbringt und dass man den Markt nicht unbedingt komplett scharf betrachtet, sondern auch ein bisschen unscharf und ein bisschen ja, Toleranz dem Ganzen auch gibt. Dann kann ich halt hier die Toleranz eintragen. So. Ich bin jetzt im M5. Machen wir das mal wieder auf M15. Und es gibt noch eine zweite Option. Open, Close schalte ich mir wieder aus. Und zwar gibt es jetzt hier noch den Knopf OB2. Was heißt das jetzt genau? Und zwar kann ich jetzt hier mir weitere Außenstäbe anzeigen lassen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel H1 eintrage und dann auf OB2 gehe, werden mir hier so Linien angezeigt. Diese Linien zeigen mir jetzt die Außenstäbe ab H1 an, sozusagen ab H1 aufwärts. Okay, das heißt, ich habe hier die Oberseite des H4 Außenstabes, hier unten die Unterseite des H1 Außenstabes und entsprechend hier ist quasi das Tief des Außenstabes aus dem D1, hier aus dem Weekly. Und das sind halt zusätzliche Hilfen noch und die ich für mein Trading, für meine Trade-Planung mit einbeziehen kann. Was ich auch gleich nochmal in einem konkreten Beispiel zeigen werde, weil ich werde am Ende gleich nochmal zwei Strategien vorstellen, zwei Trading-Strategien, die ich entsprechend mit Außenstäbe umsetze und da spielt genau ja, diese OB2-Sache auch eine wichtige Rolle. So. Schalten wir das mal wieder auf H1 und das mal wieder aus. So. Gehen wir mal auf dem M15. So, man sieht jetzt hier, wir hatten jetzt die letzten Tage einen ziemlich langen oder einen ziemlich krassen Außenstab, der auf jeden Fall lange gehalten hat. Ne? Das war hier oder ist hier diese Box. So. Wir hatten hier eine Eröffnung hier in dem Bereich. Ich glaube, das war die Markteröffnung 9 Uhr und der Kurs ging erstmal zack runter. Und zwar ohne zu bremsen, ohne irgendwie ja, einen Docht hier oben zu machen, sondern es ging runter, plepp. Und dann, ich glaube, das war letzte Woche Freitag, wenn ich mich recht erinnere. Und die ganzen Tage, also Montag, Dienstag, Mittwoch, ist der Kurs ja quasi nur in diesem Außenstab hier rumgedümpelt. So. Wenn wir sowas sehen und wir befinden uns jetzt hier so in der Mitte, ne, dann ist die Frage, okay, macht es Sinn, dass man da jetzt irgendwo mitten in der Mitte einsteigt? Oder wartet man erstmal, was passiert, wenn der Kurs jetzt zum Beispiel hier unten hinläuft? So. Ich würde ja sagen, hier in der Mitte einsteigen macht für mich zumindest keinen Sinn, sondern ich warte erstmal, bis der Kurs hier unten an den Außenstab ankommt und schaue mir dann an, okay, was passiert. Also ist jetzt so der Fall wie hier. Wir spiken kurz drunter, das heißt, typisches Merkmal eines Innenstabes. Kurzer Ausbruch nach unten, aber wird sofort wieder hochgekauft. Ja, dann versuche ich halt mitzugehen und entsprechend in die Long-Richtung nach oben zu handeln. So, wie man sieht, hier wieder dasselbe Spiel. Einmal kurz nach unten durchstochen sozusagen, einmal aus dem Außenstab rausgelaufen. Das ist hier der H1 Außenstab, ich bin im M15, aber nächste Kerze, zack, direkt wieder zurück nach oben. Und wenn man sowas sieht, kann man halt gucken, dass man die Long-Richtung versucht mitzugehen, weil es ist ja schon offensichtlich, dass dieser Außenstab oder dass die Unterseite des Außenstabes verteidigt wird. Also entweder weil Shorts aufgelöst werden oder tatsächliche Verkäufer sind, keine Ahnung, ist mir in dem Moment auch egal, aber ich versuche dann halt entsprechend die Long-Richtung mitzugehen. So.
Dasselbe Spiel halt auf der Oberseite. Das heißt, wir hatten hier den Beginn des Außenstabes. Wir sind runtergelaufen, direkt zur Markteröffnung, ohne auch nur mal irgendwie einen Doch zu machen, ohne kurz hochzulaufen. Und wenn der Kurs dann entsprechend hier wieder hochläuft, dann kann man auf jeden Fall schauen, ne, was passiert. Und es ist sehr oft, ist wirklich sehr oft der Fall, wenn sowas passiert, wir haben einen massiven Außenstab, der keinen Docht hat und entsprechend hier oben hochläuft, dass dort eine Reaktion erstmal erfolgt. Ne, also dass der komplett hier durchläuft, als wäre nichts gewesen, nachdem er so lange hier in diesem Außenstab rumgewerkelt hat. Also muss man mal den Chart durchsuchen, aber das findet man wirklich sehr, sehr selten. Das heißt, hier in diesem Bereich irgendwie, ne, eine Short Order zu legen bzw. Short zu suchen, ist auf jeden Fall legitim. Ja, wie man sieht, ist der Kurs ja auch erstmal, ne, hier oben vom Außenstab wieder abgeprallt, wieder runter, wieder zur Unterseite, entsprechend wieder reagiert, wieder hoch. So. Und dieses Verhalten kann man sich halt zunutze machen von Außenstäben. Ne? Und alles, was jetzt hier im Mittelfeld passiert, ne, würde ich sagen, ja, Füße stillhalten. Also ich habe in den letzten Tagen auch so in verschiedenen Foren gelesen, dass es irgendwie schwierig ist, den DAX zu handeln, beziehungsweise dass er unhandelbar war. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also, ne, die Frage ist immer, wo, wie und was. Also klar, hier im Mittelfeld macht es keinen Sinn, irgendwie einzusteigen, weil es nur Geschrabbel ist. Hier unten, ne, oder hier oben aber entsprechend zu gucken, was passiert und dann versuchen, die Richtung mitzugehen, ist durchaus legitim und konnte man in den letzten Tagen auf jeden Fall auch gut mitnehmen. So. Und ich bin ja eh der Meinung, dass man, das hatte ich jetzt auch irgendwie in den letzten Tagen in diversen Foren gelesen, man muss eine Strategie haben, eine Strategie durchziehen und so. Bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube, man braucht mehrere Strategien und man muss auch flexibel sein und je nach Marktlage eine verschiedene Strategie anwenden und einsetzen. Weil es bringt einem ja nichts, wenn man jetzt eine Strategie hat und diese versucht durchzuprügeln und diese zu handeln, diese aber gar nicht zu der Marktphase passt. Das heißt, es ist eigentlich besser, wenn man eine Toolbox hat oder wenn man ein Sammelsurium hat von diversen Strategien und je nach Marktphase entsprechend dann die Strategie einsetzt, die gerade jetzt für diese Phase passt. Okay. So. Gibt es eine Tendenz, in welche Richtung der Außenstab aus einem Außenstab in einen Long- oder Short-Trend erfolgt? Naja, also so ein Außenstab sagt ja erstmal nichts über den Trend aus. Da müsste man sich ne, quasi den Trend anschauen und schauen entsprechend, was haben wir gerade für einen Trend? Und dann ist es wahrscheinlich, dass der Trend fortgesetzt wird beziehungsweise gebrochen wird. Das hängt aber von mehreren Faktoren ab. Man sollte die Außenstäbe auch nicht als absolutes Mittel und als alleiniges Mittel irgendwie sehen und nutzen. Man muss das natürlich im Kontext zu anderen Sachen bringen. Ne? Also zum Trend zum Beispiel oder zu anderen Merkmalen, zu irgendwelchen Widerstandszonen, die man hat. Ne? Also man kann jetzt nicht, also es gibt jetzt nicht diese Faustregel, dass man sagt, okay, ein bullischer Außenstab, ne, wenn der Kurs dahin läuft, dann bricht er auf jeden Fall immer nach oben aus, oder bärischer Außenstab, wenn der Kurs nach unten läuft, bricht er nach unten aus. Also wäre schön, wenn es sowas geben würde, aber gibt es leider nicht und kann man so auch leider nicht sagen. Macht ein Short an der Oberkante der roten Boxen mehr Sinn als Long an der Unterkante? Ja, kann man halt so nicht sagen. Also was ich nicht machen würde, ist jetzt hier blind irgendwie an der Unterkante eine Short Order hinlegen und da an der Oberkante eine Long Order. Umgekehrt. Also an der Unterkante eine Long Order und an der Oberkante eine Short Order. Sondern ich würde mir anschauen, und da kann man wiederum noch eine Zeiteinheit tiefer gehen, würde ich mir anschauen, okay, was passiert denn? Ne? Also ich bin jetzt hier M5,
Und ich kann jetzt in den M5 zum Beispiel gehen. Da wird mir weiterhin mein Außenstab angezeigt. So, das ist jetzt hier mein Bereich. Das heißt, wir gehen hier drunter unter den Außenstab, ne, sehen aber sofort, dass sofort wieder zurückgekauft wird. Das heißt, da würde ich halt sehen, ob jetzt hier unten in dem Bereich, ob hier was passiert. Ne? Und dann entsprechend würde ich versuchen, die Richtung mitzugehen. Aber ich würde jetzt nicht hier einfach eine Long Limit hinlegen, hier oben eine Short Limit und dann einfach gucken, was passiert. Sondern ich würde mir angucken, okay, was passiert? Kommt jetzt hier Bewegung rein? Das heißt, ne, entsprechend, ne, kommen hier Käufer rein oder Short-Auflösungen und zack, geht es halt nach oben. Dann würde ich versuchen, entsprechend mitzugehen, aber nicht blind auf jeden Fall. So, schau doch bitte mal heute DAX auf unter einer Stunde. Also ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart und so, und dann schauen wir uns erstmal die Stunde an. So, was man jetzt, das ist vielleicht auch noch ein schönes Beispiel, was man jetzt hier sieht. Also, halt mal das mal an, das ist quasi auch prädestiniert. Und zwar, wir haben jetzt hier einen richtig schönen Außenstab. So, und ich hatte eben gesagt, wenn wir so einen Außenstab haben und der wird durchbrochen, nachdem er längere Zeit hier, ne, in diesem Außenstab rumgemacht hat und Innenstäbe quasi produziert hat, dann ist es wahrscheinlich, dass wir hier oben Reaktion bekommen. So, wir haben hier einen Außenstab, der hier, laufen dann hier hoch, der wird aber quasi direkt im ersten Anlauf quasi durchbrochen. Das heißt, wir haben zum einen haben wir einen Unterschied, weil wir keine lange Phase hatten mit Innenstäben, sondern, ne, es wurde direkt quasi wieder nach oben gekauft, das Ding. Und wenn man sowas sieht, also das ist wirklich, ne, hier ist der Außenstab, wird sofort gebrochen. Im Prinzip, wenn man sowas sieht, kann man hier in dem Bereich einfach long gehen, weil das zumindest für mich ein krasses Long-Signal ist. Das heißt, wir haben Außenstab nach unten, das Ding wird halt hochgezogen wieder nach oben und dann heißt das, okay, da sind wirklich Käufer in den Markt gekommen, war Fehlsignal, obwohl ich das Wort Fehlsignal jetzt nicht mag, weil im Prinzip gibt es gar keine falschen Signale oder Fehlsignale. Ne? Aber wenn man sowas sieht, dann wäre es auf jeden Fall für mich ein Long-Trigger, jetzt hier, ne, entsprechend nach oben long zu gehen. So. Ist das jetzt erstmal soweit klar, wie man sich jetzt die Außenstäbe im Chart anzeigen lassen kann, wie man, ja, mit den Außenstäben im Chart operiert? So, hier kommt noch die Frage, ist das Teil kostenpflichtig? Also mit Teil ist wahrscheinlich die Toolbox hier unten genannt. Ja, die kostet Geld. Ich glaube, 20 Euro meine ich. Kann man aber eine Woche lang kostenfrei testen. So, Taste OB2. Welche Funktion hat sie? Das habe ich, glaube ich, vor 10 Minuten, 15 Minuten genau erklärt. Also, ne, man kann hier entsprechend die Außenstäbe sich noch anzeigen lassen von den Zeiteinheiten, die ich hier einstelle. Also H1 aufwärts, das heißt H1, H4, D1, W1 werden mir die Außenstäbe noch in den Chart gelegt. Ich kann hier auch M15 eintragen. Dann halt quasi ab M15 werden mir hier die entsprechenden Außenstäbe auch nochmal angezeigt. Nicht als Boxen, sondern als Linie diesmal. So. Gut,
Machen wir mal weiter hier, sonst komme ich ja quasi gar nicht mehr durch mit meinen Strategien, die ich euch gerne noch vorstellen wollte. So, gehen wir mal zurück in die Präsentation. So, und zwar nochmal, wie genau kann ich jetzt die Außenstäbe für meinen Handel nutzen? Also ich habe ja eben schon ein paar Sachen erklärt, ein paar Sachen gezeigt. Was sind jetzt aber nochmal zusammengefasst die Nutzen oder der Nutzen von Außenstäben? Wie kann ich sie verwenden für mein Trading mit einbeziehen? Und vor allem auch möchte ich euch dann noch zwei Strategien von mir vorstellen. So, als erstes können wir die Außenstäbe für die Stop-Loss-Setzung verwenden. So, dann zeige ich euch die Robido-Strategie und dann als drittes noch die Break-or-Fake-Strategie. So, schauen wir uns mal das Gebilde hier an. Und zwar, wir sehen jetzt hier, wir haben hier jede Menge grüne Boxen, das heißt bullische Außenstäbe. So, gehen wir jetzt auch einfach mal davon aus, dass wir jetzt hier in diesem Bereich irgendwo eingestiegen werden. Und mein Stop-Loss würde ich jetzt mit geringem Abstand immer unterhalb dieser Boxen setzen, also unterhalb der Außenstäbe. Ne? Das heißt, ne, Stop erst initial dorthin, dann dorthin und so weiter. Immer unterhalb der Außenstäbe mit einem geringen Abstand. Und jetzt hier in dem Bereich, ne, nachdem der Außenstab gebrochen wurde, hier würde ich dann quasi aus dem Markt genommen werden. Aber ich hätte, wenn ich jetzt diese Strecke mitgenommen hätte, entsprechend knapp 143 Punkte plus gemacht. So, und das ist im Prinzip genau das, was der Preax Trail vom Stereotrader macht. Das heißt, damit kann man diese ganze Geschichte automatisieren. Ich schalte hier Preax ein, Abstand meinetwegen 2 Punkte und dann passiert genau das. Das heißt, der SL wird immer unter den Außenstäben nachgetrailt. Okay. So, und wenn man so ein Gebilde jetzt hier auch sieht, ne, wir haben hier diese grünen Boxen, Außenstäbe, Außenstäbe, dann muss man sich auch die Frage stellen, ne, ob es Sinn macht, wenn man so eine Struktur sieht, ob es Sinn macht, jetzt irgendwie hier short zu gehen oder hier short zu gehen, oder ob man nicht eher warten sollte, bis diese Struktur kaputt ist und mir meinetwegen hier, ne, erstmal einen roten Außenstab gebildet haben. Und erst dann über Short nachdenken. Weil solange diese Struktur hier intakt ist, macht es aus meiner Sicht oder macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dass man jetzt sagt, okay, ich lege jetzt hier einen Short rein, dann wäre ich halt immer wieder aus dem Markt genommen, aus dem Markt geschmissen, immer wieder mit Verlust. Und ich denke, es macht mehr Sinn, dass man erstmal guckt, okay, ne, wenn diese Struktur kaputt ist, das heißt, wir hier einen roten Außenstab haben, dann kann man anfangen, über Short nachzudenken, aber natürlich auch nur dann, wenn andere Faktoren noch mit reinspielen. Also weil dort eine Widerstandszone kommt oder weil ich andere Kriterien für Short habe. Aber solange dieses Gebilde, dieses Konstrukt, diese Struktur quasi intakt ist, ja, macht es vielleicht keinen Sinn, dass man da blind irgendwie reinshortet. Okay. Unterschied Preax, Preax Plus. Also der Preax Plus macht, oder der Unterschied ist dort. Ich kann ja hier einen größeren Abstand festlegen. Ne? Also den Abstand kann ich auch auf 50 Punkte legen. Und der Preax entsprechend würde warten, bis dieser Stop-Loss irgendwann erreicht ist. Der Preax Plus würde den Trade aber schon schließen, sobald der erste, ja, Außenstabsbruch quasi erfolgt ist. Hier. Egal, ob jetzt der Trail-Abstand erreicht worden ist oder nicht. So.
Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur ersten Strategie, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar, das ist die sogenannte Robido-Strategie. Das ist eine Strategie, die besonders in den kleineren Zeiteinheiten funktioniert und ist eine Scalping-Strategie. So, hier in dem folgenden Screenshot habe ich das jetzt auf dem DAX im M2 gehandelt, laufen lassen. Und das ist eine Strategie, die sollte man auf jeden Fall nicht zur Markteröffnung handeln, weil da einfach in dem Moment zu viele Interessen aufeinanderprallen und der Kurs zu sehr, ja, ich sage jetzt mal hin und her springt. Und das ist für diese Strategie auf jeden Fall nicht geeignet, sondern Wohler ja, Wohler braucht man definitiv, aber man sollte sich eher ruhigeres Fahrwasser aussuchen. Also entsprechend irgendwie, wenn man jetzt den DAX handelt, 9.30 Uhr, 9.45 Uhr, so in dem Bereich, aber definitiv nicht zur Markteröffnung, wo einfach zu viele Interessen da sind. Rubbel die Datz-Strategie, sagt der Dirk. Nein, die Robido-Strategie ist das. So, was macht jetzt diese Robido-Strategie? Und zwar, ich habe jetzt hier, wie gesagt, den DAX M2 und das heißt, die Boxen, die mir hier angezeigt werden, sind die Außenstäbe aus dem M2. So, was ich jetzt sehe, ist hier, ich habe mir jetzt hier mit der OB2-Schaltfläche von der Toolbox, die ich eben erklärt habe, mir die Außenstäbe von den höheren Zeiteinheiten noch anzeigen lassen und sehe jetzt hier, das war der H1. Entsprechend sehe ich, dass der Kurs jetzt hier ja erstmal reagiert hat, erstmal abgeprallt ist. Und ich hätte ja vorhin gesagt, ne, ich warte im Prinzip, was jetzt passiert, wenn der Kurs jetzt auf die Unterseite des H1 trifft. Ich warte, was passiert und schaue dann oder versuche dann quasi Long-Richtung mitzunehmen, wenn dort eine Reaktion erfolgt. Und genau das ist jetzt hier passiert. Das heißt, wir hatten hier eine Reaktion und jetzt warte ich darauf, dass wir hier den M2-Außenstab brechen. So, noch bewegen wir uns in dem roten Kasten, in dem roten Außenstab des M2 und ich warte jetzt darauf, dass wir einen neuen Außenstab, einen bullischen Außenstab im M2 ja, ausbilden. So, das ist jetzt hier auch erfolgt entsprechend und jetzt lege ich meine Buy Limit hier in diesem Bereich, also ungefähr in die Nähe der Hochs, der letzten Kerzen, beziehungsweise ungefähr hier auf die Oberseite des letzten Außenstabes. So, und warte quasi, dass der Kurs zurückläuft und versuche mich dann quasi in den Markt einstoppen zu lassen. So, ist hier passiert und mein Stop-Loss kommt quasi knapp unterhalb des Außenstabes, des neuen gebildeten Außenstabes, da kommt mein Stop-Loss hin. Das hat den Vorteil, ich kann mit relativ ja, geringem Abstand, mit geringem Risiko, mit geringem Stop-Loss diesen Trade eingehen. Und ich habe ein festes Regelwerk. Ich weiß, wo kommt mein Einstieg hin, wo kommt mein Stop-Loss hin. Und in dem Fall hier waren das 6 Punkte SL entsprechend. Und dann ging es quasi los. So, der Markt stieg quasi, ging nach oben. Und jetzt kommt wieder das Prinzip, Stop-Loss kommt immer unter die Außenstäbe. Das heißt, Preax-Trail. So. Hier sieht man, ich habe die Hälfte rausgegeben. Entsprechend liegt jetzt hier unten mein Break-Even. Und ich weiß, egal was jetzt passiert, auch wenn der Kurs jetzt wieder runterläuft, also ich werde den Trade auf jeden Fall im Gewinn beenden. Guck mal, was da wolle. So. Hier oben hatte ich meinen Trail hingelegt, entsprechend auf die Oberseite des M15 Außenstabes und ne, Trail, Preax, wie gesagt, immer unter die Außenstäbe. So, SL ist weiter nach oben gewandert und was man jetzt sehen kann, hier, jetzt fängt der Markt wieder an, ja, Innenstäbe zu produzieren. Das heißt, dass Innenstabs oder die Merkmale der Innenstäbe, die ich vorhin erklärt habe, ne,
fallen hier wieder ins Gewicht bzw. treffen wieder zu. Das heißt Richtungswechsel, Seitwärtsphase, Rumgeschrabbel sozusagen. Und da kann man sich jetzt auch überlegen, okay, gehe ich da jetzt manuell raus? Weil ne, ein Merkmal war ja auch, dass Innenstäbe gerne mal unter die Tiefs, in diesem Fall jetzt des Außenstabes, spiken, um dann doch wieder zurückzulaufen. Aber die Gefahr ist dann schon groß, dass ich aus dem Markt genommen werde. Und entsprechend so ist es dann auch, ich habe jetzt so laufen lassen, aber kurze Zeit später Markt hier runtergespiked und mein Stop-Loss wurde sozusagen gerissen. So. Das ist aber eine relativ einfache und schnell umzusetzende Strategie. Und der Vorteil ist, ich habe halt ein festes Regelwerk. Ich habe einen kurzen Stop-Loss in der Regel, geringes Risiko. Und diese Strategie kann man ja mehrfach am Tag anwenden. Das heißt, man muss nicht stundenlang auf irgendwelche Signale warten, sondern diese Signale, diese Eigenschaften treffen in der Regel mehrfach am Tag zu und ist dadurch eine schöne Scalping-Strategie, die man ja wirklich tagtäglich in seinem Trading nutzen kann. So. Okay. So, Rubido auch in Dow Jones. Ja, also die kann man natürlich auch im Dow Jones anwenden. Da trifft aber dasselbe zu. Also man sollte sie nicht direkt um 15:30 zur Markteröffnung nutzen, weil dann springt der Kurs auch zu sehr umher. Da sollte man sich auch ein ruhigeres Fahrwasser suchen. Also im Dow würde ich sogar sagen, so ab 16:30 so in dem Bereich funktioniert die auch relativ gut. Nachdem sich die ersten quasi ausgetobt haben, kann man die auch im Dow verwenden, definitiv. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur nächsten Strategie. Das ist die sogenannte Break-or-Fake-Strategie. Und ich hatte ja eben gesagt, dass man im Prinzip für jede Marktsituation, für jede Marktphase die richtige Strategie braucht. Und diese Strategie ist jetzt quasi ein bisschen das Gegenteil von der anderen Strategie. Das heißt, das ist eine Strategie, die man gerade in so Phasen, zum Beispiel Markteröffnung, also wo hohe Vola ist, wo man diese nutzen kann. Ne? Und die sollte man eher nicht in Zeiten nutzen, wo der Markt nur hinterher oder hin und her dümpelt. Also ne, eine Strategie, die auf jeden Fall zur Markteröffnung und auch zu anderen Ereignissen, wo mit Kursbewegungen, mit starken Kursbewegungen zu rechnen sind, kann man diese auf jeden Fall auch gut einsetzen. So, wiederum eine Scalping-Strategie. Hier ist das Ziel, schnelle Bewegungen in die eine oder andere Richtung mitzunehmen. Und funktioniert auch wieder auf kleinen Zeiteinheiten, M2 bis M5, so in diesem Bereich. So, wie funktioniert jetzt diese Strategie? So, ich nehme mir wieder den M2 Außenstab. Das ist jetzt hier diesmal im Dow Jones. Und ich nutze jetzt hier für das Programm Ghost und lege mir zwei Umkehrlevels in den Markt. Das heißt, ein Level hier oben Long, hier unten ein Level Short. Und möchte gerne den Break oder den Breakout handeln. Das heißt, wenn wir hier ausbrechen, möchte ich gerne Long gehen. Wenn wir hier unten ausbrechen, möchte ich gerne Short gehen. So. Das Schöne oder der Vorteil an dieser Strategie ist, mir ist es im Prinzip egal, welche Richtung der Markt läuft. Ich muss gar nicht groß wissen, okay, welche Trendstruktur haben wir gerade, welchen Trend haben wir gerade, weil ich will jetzt auch gar nicht einen riesen Trend reiten, sondern ich möchte scalpen, ich möchte den Ausbruch gerne scalpen und das ist mir im Prinzip total Wumpe, ob wir jetzt hoch oder runter laufen. Hauptsache, wir laufen in eine Richtung und je weiter, desto besser. So, also, ich lege mir hier jetzt, wie gesagt, zwei Umkehrlevels in den Markt, einmal Short, einmal Long und entsprechend warte, dass der Markt ausbricht, entweder in die eine oder andere Richtung, also aus dem M2 Außenstab.
So, jetzt sehen wir Folgendes. Der Markt bricht aus dem Außenstab hier unten aus und macht meine Short Order auf sozusagen. So, im gleichen Moment wird hier oben die Buy Order aktualisiert und zwar mit einer doppelten Positionsgröße. Warum mache ich das? Beziehungsweise warum habe ich das gemacht? Ich habe hier bei meinen Umkehrlevels hier eine Progression von 2 eingegeben. Das heißt, ich möchte, wenn der Kurs jetzt hier hochläuft, möchte ich gerne meinen Trade drehen und entsprechend mit der doppelten Positionsgröße in den Markt gehen. Das mache ich deshalb, weil ich ja den Verlust, den ich erleide, wenn der Kurs hier hochläuft, entsprechend schnell wieder ausgleichen möchte. So. Das heißt, laufen wir jetzt hier runter und greifen jetzt meine Sell Stop, so wie hier geschehen, laufen dann doch wieder hoch, dann war es quasi nur ein Fake und ich möchte gerne den Break nach oben handeln. So. Deshalb Break or Fake. So. Stop Loss lege ich auf 20 Punkte, nicht Stop Loss, sondern Trail lege ich auf 20 Punkte. Und wie gesagt, das war jetzt zur Markteröffnung. Und wie man sieht, der Kurs klatscht direkt erstmal runter. Hier wird direkt mein Trail gegriffen. Und kurze Zeit später bin ich quasi raus aus dem Trade und habe, glaube ich, 15, 20, 30 Sekunden, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall innerhalb von 30 Sekunden, ja, hatte ich meine 20 Punkte im Sack. Und ja, das Ganze mit relativ wenig Risiko auch, mit wenig Risiko, weil ich ja hier oben meine Stop-Order, meine Buy-Stop mit der doppelten Positionsgröße hatte. Das heißt, ne, wenn wir kurz hier drunter in Anführungsstrichen gefaked hätten, ne, und ich doch wieder hier hochgelaufen, da der Kurs wieder hier hochgelaufen wäre, wäre ich halt hier mit der doppelten Größe reingegangen und entsprechend ne, hier wieder mein Trail hingelegt auf 20 Punkte und ich hätte entsprechend dort mein Risiko oder mein Trade, mein Gewinn gemacht. So, wenn ich jetzt sage, geringes Risiko, ne, was genau meine ich damit? Und zwar zeige ich euch noch ein anderes Beispiel. So, dasselbe Spiel in grün sozusagen. Ich habe hier wieder meine Levels in den Markt gelegt auf entsprechend ne, hier oben Long, hier unten Umkehrlevel Short und entsprechend meine Progression bei den Umkehrlevels wieder auf 2.0. So. Was macht der Markt? Der dümpelt erstmal hier rum, beziehungsweise ist jetzt innerhalb dieses Außenstabes, dieses M2-Außenstabes und meine Orders sind entsprechend hier platziert. So, der Markt quasi bricht nach unten aus, läuft aber wieder hoch, entsprechend wahrscheinlich fake sozusagen. Und genau das ist auch der Fall. Das heißt, ne, er läuft nach oben, durchbricht jetzt meinen Long Limit sozusagen, meine Long Order, mein Long Umkehrlevel, was ich mit Ghost gelegt habe und entsprechend läuft nach oben und zieht quasi oder meine Long Order wird gegriffen mit der doppelten Positionsgröße. Ich war vorher mit 0,5 drin, bin jetzt mit 1 drin. So. Hier oben, mein Trail ist wieder gelegt. Der Markt zieht entsprechend nach oben. Und kurze Zeit später ist mein Trail gegriffen worden. Und ich sehe halt, ich bin hier beim ersten Trade mit 8,24 Euro rausgeflogen. Mit dem zweiten Trade 9,72 Euro. Das heißt, ich habe nicht nur keinen Verlust gehabt, sondern auch noch einen kleinen Gewinn. Und das meine ich mit Risiko. Oder mit geringem Risiko, besser gesagt. Dass ne, diese Handelsweise entsprechend, wenn ich das mit den Umkehrlevels mache, dass ich geringes Risiko habe, selbst wenn es nur ein Fake war, der nächste Break sollte dann in der Regel den Gewinn bringen. So, aber ganz wichtig, Ausrufezeichen, ganz, ganz wichtig, deshalb habe ich es am Anfang erwähnt, diese Strategie sollte man nur verwenden, wenn man wirklich hohe Vola erwartet und nicht in irgendwelchen Mittagshandel oder in irgendwelchen Seitwärtsphasen, weil es dann natürlich sein kann, dass der Kurs zu oft in so einem Außenstab ja, rumfaked sozusagen.
So. Geht das auch im Stereo-Future-Modus? Ja, das geht, klar, geht das im Future-Modus, im Stereo-Future-Mode. Das ist ja hier auch der Stereo-Future-Mode. Also ich handle eigentlich nur den Stereo-Future-Mode. Die ganzen anderen Modi, die es quasi im Stereo-Trader gibt, kenne ich zwar, aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendeinen anderen Modus gehandelt habe. So, welcher Trail wird benutzt? Also den Trail, den kann ich ja selbst definieren im Stereo-Trader. Den Trail, den ich gerne möchte. Also ich hatte hier bei diesen Geschichten oder bei dieser Strategie nehme ich einen kurzen Trail, das heißt TA6 oder TA12 in der Regel mit einem Abstand im DAO so 2 bis 3 Punkte. Also das ist ja nur eine Scalping-Strategie und bei Scalping-Sachen nutze ich halt immer gerne die TA-Trails. Außer bei jetzt der Robido-Strategie, da nutze ich halt entsprechend meinen Preax-Trail. So. Gut. Hier schreibt jemand, ich habe leider den Arjuna Trader. Ja, falsches Tool, würde ich sagen. Ich glaube, du brauchst definitiv und unbedingt den Stereo Trader. Ich glaube, da würde mir der Dirk zustimmen. Ja, genau. Gut. Also. Ich wäre im Prinzip soweit durch, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Supi, alles klar. Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über Außenstäbe, über Innenstäbe. Konntet so ein paar Sachen rausziehen. Und für euer eigenes Trading nutzen und entsprechend, ja, irgendwie das für euer Trading-Verhalten so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ansonsten gibt es noch ein Webinar am 8.4. wieder bei FX Flats. Diesmal geht es dann um den Forex-Handel und die verschiedenen Zeitzonen im Forex-Handel. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ansonsten gerne mal auch bei mir in der Gruppe vorbeischauen, ghost.trading oder gruppe.ghost-trading.de oder auch auf meiner Webseite daytradertools.de. Ich sage vielen Dank, macht's gut, gute Woche und gebe natürlich zurück zum Wolle. Der hat das letzte Wort. Macht's gut, ciao, ciao. Ja, Timo, vielen Dank. Ja, ich muss zugeben, ich für meinen Teil habe auch viel mitgenommen. Hat mir so noch niemand erklärt, wie das so mit den Außenstäben funktioniert. Also ich fand es mega interessant. Ich hoffe, die Webinarteilnehmer auch. Ich wünsche allen, ja, auch mit der Strategie viele erfolgreiche Trades und wünsche allen einen angenehmen Abend.